immer hatte ich schreiben wollen, weil ich dazu irgendwie wohl eine Neigung und vielleicht auch ein gewisses Talent habe. Und hatte aber so in diesen Kriegsjahren so unheimlich viel zu tun, dass gar nicht dran zu denken war. Also, dass ich nun im zweiten Leben damit anfange, das war natürlich ein ganz großes Glück. Die Wälder und Seen Ostpreußens, die weiten Wiesen und alten Alleen, sie waren die Heimat der Dönhoffs. Vor über 600 Jahren waren sie in den Osten gekommen. Westfälischer Uradel, ein streitbares Geschlecht. Mit Bibel und Schwert, den Waffen der christlichen Ritterorden, machten sie sich Land und Leute untertan. Auf überwachsenen Pfaden der Vergangenheit. Kaiser, Könige und Kärrner sind über die Lindenallee gezogen, die zum Stammsitz der Dönhoffs führte. Am Ende der Allee fiel ihr Blick auf einen langgestreckten See, der von bewaldeten Hügeln umgeben war. Und gegenüber Schloss Friedrichstein, Stammsitz der Grafen Dönhoff, Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut. Schöner als Versailles, sagte ein kenntnisreicher Besucher, als er Friedrichstein zum ersten Mal sah. In diesem aristokratischen Ambiente wurde Marion Hedda Ilse Dönhoff am 2. Dezember 1909 geboren. Ihr Vater war damals 64 Jahre alt. Ein hochgebildeter Mann, Diplomat, Kunstkenner, Politiker. Ein Patriarch. Als er starb, war Marion Dönhoff 9 Jahre alt. Ihre Mutter war Palastdame der Kaiserin. Sie achtete streng auf die Spielregeln ihrer privilegierten Klasse. Wichtig war, was man tut. Und wichtiger noch, was man nicht tut. Hat das die Umgangsformen in Ihrem Elternhaus, zum Beispiel die Erziehung der Kinder, beeinflusst oder den Umgang auch mit den Untergebenen? Also sicher ein bisschen den Umgang mit den Untergebenen, weil natürlich auch in so einem Haus ist noch hier unter den Bediensteten, wenn man das so nennen will, auch eine Hierarchie gab, wo das dieser gewisse Tipps, der gemacht wurde, wenn da so eine Kaiserin kam oder so, das fand ich höchst unnütz. Ich bin schon so ein bisschen in der Aufsässigkeit aufgewachsen. Ich fand das unnütz. Wozu brauchen wir diese Monarchen? In Potsdam, fernab vom Lärm der Republik, machte Marion Dönhoff 1929 Abitur. Damals hörte sie zum ersten Mal eine Rede Adolf Hitlers. Sie fand ihn abwegig und schauderhaft. Nach dem Abitur haben Sie zunächst in Frankfurt am Main Volkswirtschaft studiert. Von Studienkollegen wurden Sie dort die Rote Gräfin genannt. Hing das auch zusammen mit Ihrem Erlebnis, das Sie in Berlin mit Hitler gehabt hatten? Doch, wenn Sie so wollen, ja, weil ich wirklich in der Wolle gefärbt antinationalistisch war. Und die Einzigen, die wirklich was unternahmen, in Frankfurt, waren die Kommunisten. Die anderen, die Rechten, die waren teils ein bisschen angetan davon, teils feige, teils molsch. Also deswegen habe ich damals mit den Kommunisten vieles gemeinsam gehabt, Fluchblätter verteilt und was man so macht. Mit dem wagemutigen Weitblick der Jugend legte sie ihr Studienziel fest. In Basel wollte sie eine Doktorarbeit über Karl Marx schreiben. Aber ihr Lehrer, Professor Edgar Salin, machte ihr klar, dass es für eine ostpreußische Gräfin passender sei, über die eigene Familiengeschichte zu promovieren. Die junge Doktorin der Nationalökonomie wollte in der Wissenschaft bleiben, unterstützt von den Brüdern Christoph und Heinrich. Doch Hitler zerstörte auch ihren Jugendtraum. Mir war merkwürdigerweise, als ich so jung ich war mir vollkommen klar, dieser Mann macht Krieg. Ich hatte ja seine Reden, las ich natürlich alle und was er so machte. Der wird Krieg machen, Krieg wird lange dauern, wahrscheinlich wird Ostpreußen verloren sein. Aber bis dahin muss einer von der Familie, ein weiblicher Teil, denn die Brüder werden alle im Krieg sein. Und da bin ich deswegen nach Hause gegangen und habe mich eingearbeitet in die Verwaltung und dann diese sehr große Verwaltung geführt. Die nicht nur Offiziere machten, sondern alle, die zum Widerstand gehörten, auch Gräfin Dönhoff. Die Herrin auf Schloss Friedrichstein wurde zur Personalchefin des Widerstandes in Ostpreußen. In keinem der Standardwerke über den Widerstand ist das bis heute erwähnt. Das mag auch an der preußischen Pflichtauffassung der Gräfin liegen.
Warum haben Sie eine solche Scheu, öffentlich über Ihre Beteiligung am Widerstand gegen Hitler zu sprechen? Ja, ich glaube, das kommt daher, dass gleich nach dem Ende des Krieges hatte Graf Hardenberg, der auch dazugehört, aber als einer der ganz wenigen überlebt hatte, der hatte das, wie ich heute denke, sehr vernünftige Bestreben, dokumentarisch festzuhalten, was haben die einzelnen Leute gemacht. Und so hat er auch mir gesagt, also Sie müssen aufschreiben, was Sie gemacht haben. Und da habe ich gedacht, wieso denn? Ich fand das peinlich. Ich habe doch nur gemacht, was in so einer Situation einfach zu machen war. Und das nun aufzuschreiben und dann andere Leute darüber reden zu lassen, das war mir peinlich. 20. Juli 1944. Das Attentat, das Deutschland von der Diktatur befreien sollte, war gescheitert. Nur weil sie auf keiner Liste der Verschwörer gestanden hatte, entging die Gräfin diesem Terrortribunal. Welcher Gedanke hat Sie getröstet? Welche Hoffnung? Eigentlich keiner. Der Schmerz ist natürlich geblieben. Der Anfang vom Ende des Wahnsinns. Die Flucht. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Ritt nach Westen? Also den Ritt, Erinnerungen an den Ritt, das wäre, glaube ich, zu lang zu schnell. Er hat immerhin 7 Wochen gedauert. Aber ich will Ihnen sagen, was sich mir unauslöschlich eingeprägt hat, war der Anfang der Sache. Wir hatten in der gesamten Begüterung 400 Flüchtlinge aus Ostpreußen, in der Goldapper Gegend. Und da waren diese klugen Idioten auf den Einfall gekommen, die Männer mit den Pferden, zurück nach Goldau. Goldau war wieder zurückerobert worden. 8 Tage bevor es losging, zurückzuschicken, damit sie das Futter da auffressen. Nun saßen diese armen Frauen und Kinder mit vollgepackten Wagen, ohne Pferde, ohne Männer da. Und wir konnten uns nicht kümmern. Wir hatten selber zu sehen, dass man alle Menschen mitgeht. Also Sie sehen daraus, das war für mich das Eindrucksvollste, wie vollkommen unbedarft und wie die wirklich also Sklaven ihrer eigenen Propaganda geworden sind. Anfang 1946 erschien in der britischen Besatzungszone eine neue Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Handel und Kultur. Es war ein reiner Zufall, eigentlich ein komischer Zufall. Ich hatte ja nichts zu tun und saß an einem langen Memorandum für die Engländer, die Besatzung machte. Ich war, man nannte das damals, hatte einen Clear Record. Das heißt, ich war kein Nazi gewesen, sondern im Gegenteil. Und folgendes konnte ich mir leisten, den Engländern gewisse Sachen unter die Nase zu reiben, die sie natürlich dumm machten, wie jede Besatzung. Und dieses Memorandum, das ist eigentlich mein Eintritt zur Zeit gewesen. Der Wing Commander hat es wahrscheinlich nie bekommen. Aber auf irgendeine für mich auch heute noch unerklärliche Weise geriet es in die Hände von einem dieser 4 Leute, die Zeit machen wollten. Und so kriegte ich ein Telegramm. Ich möge bitte nach Hamburg kommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und im Feuilleton derselben Ausgabe eine Reportage der Gräfin über ihre Flucht aus Ostpreußen. Sie steht inzwischen in vielen Schulbüchern. Fügung des Schicksals und der Zeit. Ihr Jugendtraum zu schreiben hatte sich erfüllt. Aber der Anfang kurz nach dem Krieg war schwer. Dieses, was Adenauer immer gepredigt hatte, starke Politik, diese Vorstellung, wenn man ordentlich rüstet, dann ängstigen sich die Russen so, dass sie eines Tages also auf den Knien legen werden. Das habe ich immer für einen Blödsinn gehalten. Aber dieses, nach diesem 17. Juni, erinnere ich mich, dass ich schrieb, zum ersten Mal nachher haben das viele Leute geschrieben, rüsten und reden muss man. Hat keinen Zweck, nur zu rüsten. Es gibt dann diese furchtbare Eskalation nach oben, die wir erlebt haben. Nein, man muss auch wieder innehalten und reden. Das war das eine. Dann weiß ich noch, dass mir da aufging, die Wiedervereinigung ist unvermeidbar. Die kommt eines, weiß Gott wann, aber sie kommt. Und das dritte, was mir klar wurde, war, Berlin muss wieder Hauptstadt werden. Immer geholfen in Diskussionen, die ich natürlich viele bestreiten musste, habe ich immer gesagt, kein Territorialverzicht. Wenn die Polen uns den Gewaltverzicht nicht glauben, dann glauben sie uns den Territorialverzicht schon gar nicht. Sie selber haben auch in der Zeit, wo sie geteilt waren, nie verzichtet auf ihr Land. Und damit habe ich mich eigentlich so über Wasser gehalten, bis zur Brandtschen Ostpolitik.
Und dann war mir klar, also nun muss man entweder oder, jetzt muss man Ja sagen. Für mich selber habe ich das gedacht und dann auch geschrieben. Es war eine Geste der Sprachlosigkeit. Bundeskanzler Willy Brandt hat sie später mit den Worten erklärt: Ich habe getan, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. Im Dezember 1970 kniete er vor dem Mahnmal im ehemaligen Warschauer Ghetto nieder. Ein Symbol menschlicher Souveränität. Der Kniefall Willy Brandts war das moralische Siegel des Warschauer Vertrages. Am 7. Dezember 1970 wurde er unterzeichnet. Über 20 Jahre hat es gedauert, bis die Bundesrepublik sich dazu durchrang, die Oder-Neiße als Westgrenze Polens anzuerkennen. Die Gräfin, die in diesem historischen Augenblick hätte dabei sein sollen, hat Willy Brandt nicht nach Warschau begleitet. Hatten Sie Angst vor der allerletzten Konsequenz? Also das war ein sehr schwieriges Kapitel, das muss ich wirklich sagen. Brandt hatte mir geschrieben, ob ich mitkommen würde. Ich habe sofort Ja gesagt, weil ich es furchtbar wichtig fand. Und je näher dieses Datum kam und man sich vorstellen musste, was da nun eigentlich vor sich geht, desto banger wurde mir eigentlich. Und dann habe ich aber wieder gedacht, nee, ich kann nicht ihm jetzt absagen. Ich spielte dabei ja ganz sicher eine gewisse Rolle, weil ich aus diesem Milieu komme, aus diesem östlichen Feudalen, wenn Sie so wollen. Also es war wichtig für ihn als Legitimation. Also habe ich es immer wieder rausgeschoben. Schließlich einen Tag, bevor es losgehen sollte, was vielleicht schlimmer war, nämlich an, dachte ich wenigstens wie alles andere, habe ich Egon Bahr angerufen und gesagt, also Sie müssen dem Kanzler, ich kann das nicht, denn ich weiß ja, wie das geht. Dann wird am Schluss Sekt eigentlich und dann prostet man auf den Verlust der Heimat. Das finde ich eigentlich ein bisschen viel verlangt. Und dachte natürlich, ist traurig, aber damit ist die Verbindung zu Brandt eigentlich erledigt. Und dann kriegte ich aber einen langen, handgeschriebenen Brief von ihm, nachdem er zurück war, wo er furchtbar nett schrieb, ich habe das gut verstanden. Und da war so ein Satz, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber so ungefähr, das mit dem Heulen, wahrscheinlich hatte ich das geschrieben, das mit dem Heulen, kann ich gut verstehen, denn auch mich hat es in der Kehle gewürgt, wie ich die Papiere zurechtmachte. Also das war es damals, was mich daran hinderte. Lasst uns also fröhlich sein. Zu den Klängen dieses alten Studentenliedes erhielt die preußische Gräfin im Sommer 1991 die Ehrendoktorwürde einer polnischen Universität. Die Magnifizenzen der humanistischen Fakultät im ehemaligen Thorn ehrten die Gräfin für ihre jahrelangen journalistischen Bemühungen um Aussöhnung mit dem Osten. Sie dankte mit einer Analyse der deutsch-polnischen Beziehungen und empfahl Mut und Zuversicht über den Tag hinaus. Angeblich von den Völkern selbst bestimmt wird. Aber lassen wir uns nicht entmutigen. Polen hat vor unser aller Augen etwas fertiggebracht, das bisher niemand auch nur theoretisch für möglich gehalten hätte. Polen hat ohne Revolution, ohne Krieg, ohne Blutvergießen einen kommunistischen Staat in eine pluralistische Gesellschaft verwandelt. Die Magnifizenzen in Thorn dachten offenbar ähnlich wie Willy Brandt, der die Arbeit der Gräfin mit den Worten gewürdigt hat: Dank für ihre journalistische Leistung aus der politisches Gewicht erwachsen ist. Sind Sie stolz auf so außergewöhnliche Anerkennung? Tja, eine größere Freude konnte mir ja gar nicht passieren, wie das der Mann, der die Ostpolitik gemacht hat, sagt, und er hat mir das auch hin und wieder gesagt, dass wir die Zeit und vielleicht in besonderer Weise ich vorbereitet haben, das Publikum darauf, dass wir eben als ein Land in der Mitte Europas nicht nur nach Westen gucken dürfen, sondern Ostpolitik treiben müssen. Nein, da war ich sehr, sehr glücklich und stolz auch natürlich. Blumen für die Gräfin und ein Volksfest im ehemaligen Königsberg. Russen und Gäste aus